Bezirkshauptort im Zürcher Oberland in der Schweiz. Zugleich der Ausgangspunkt der seit dem 28. Januar 1975 anhaltenden Kontakte Eduard Meyers mit der Strahlschiff-Pilotin Semjase, die auf den 500 Lichtjahre entfernten Plejadengestirnen im Sternbild des Stieres beheimatet ist. Hinwil liegt am Fuße des Bachtelberges und ist umgeben von größeren und kleineren Wäldern mit unzähligen Lichtungen, die ideale versteckte Landeplätze für die Strahlschiffe bieten, so diese von neugierigen oder spionierenden Beobachtern nicht gesehen werden können, wenn Kontakte stattfinden. Hier sehen Sie den Bachtelberg mit seinem kleinen, jedoch weit bekannten Aussichtsturm, von dem man eine herrliche Rundsicht weit ins Land hat. Im Hintergrund, leider etwas im Dunst gelegen, ist der obere Teil des Zürichsees erkennbar. Weiter rechts kommt nun der Greifensee in Sicht. Die nächste sichtbar werdende Wasserfläche ist der Pfäffiker See, der in nordwestlicher Richtung von Hinwil gelegen ist, in rund 8 Kilometer Entfernung. Die Einfahrtsstraße nach Hinwil vom Westen von Winterthur her, nur etwa 500 Meter außerhalb des Dorfes, das mit rund 4000 einseitige Industrie aufweist und über einen großen Armeepark verfügt. Dies ist der Hinwiler Dorfeingang aus nördlicher Richtung, eine sehr alte Einfahrtsstraße, die in die Landvogtzeiten zurückführt, da diese hohen Herren noch das Zepter über die alte Landschaft und Residenz in Weih führen. Flugaufnahmen zeigen das alte Bauernhaus, von dem aus Eduard Meyer seine Kontaktfahrten unternahm, um die Außerirdischen irgendwo in einer versteckten Waldlichtung zu treffen. Sehen wir uns das alte Haus einmal etwas aus der Nähe an, das wohl im Dorf Hinwil steht, jedoch etwas abseits auf einer kleinen Anhöhe zwischen Neubauten im Grünen, an der Wiehaldenstraße 10. Aus deren Ehe drei Kinder entsprossen, nämlich eine 1967 in Kuwetta, Westpakistan geborene Tochter namens Gilgamesha, ein in der Schweiz im Jahre 1970 geborener Sohn namens Atlantis Sokrates, und ein ebenfalls. Hier sind wir am Ausgangspunkt des ersten Kontaktes vom 28. Januar 1975, da Semjase erstmals mit Tilly alias Eduard Meyer Verbindung aufnahm. Genau am Orte, da Billy steht, in einer weiten offenen Lichtung eines Naturschutzgebietes, unweit außerhalb Hinwil, landete Semjase erstmals mit ihrem Strahlschiff. Schiff im ausgetrockneten Rieslandstand und Abdrücke in Form vom im Gegenuhrzeigersinn niedergepressten Gras hinterließ, das sich bis zum Mähen nicht wieder aufrichtete. An diesem Ort, nur rund 50 Meter nördlich vom Leiden, wir darauf hingewiesen, dass an diesem Ort jemals Bäume gestanden hatten.
abermals der Ort der Tonbandaufnahmen. Vom Standplatz Phyllis, wo die Zeugen damals standen, bis zum einzelnen Baum im Hintergrund beträgt die Distanz 116 Meter. Dies ist eine weitere Waldlichtung in einem Naturschutz mehr als 500 Meter Höhe mit einer einmotorigen Füllkopf und meldete dann, dass die Landetellerabdrücke in dieser und noch größeren der Pilot eines der Strahlschiffe hinterließ beim Aussteigen in etwas morastigem Boden einen gut erkennbaren Fußabdruck. Die Stiefelabdrücke von 30 cm Länge sind völlig flach und weisen keine Absätze auf. Kommen abermals dieselben Landespuren aus der Vogelperspektive. Den Landespuren, dadurch das Dabeistehen von Billy die wirkliche Größe der Spuren erkennbar wird. Der nun folgende Ort befindet sich nur wenige hundert Meter südwestlich von Hinwil, da im Februar 1975 von Eduard Meyer der erste Film eines demonstrationsfliegenden Strahlschiffes aufgenommen wurde, wobei eine maßgebende Wettertanne später eliminiert wurde. Hier sehen Sie den Ort der Demonstration vor der Eliminierung des Baumes, über dem Sie das schwebende Strahlschiff von Semjase erkennen. Das Schiff befindet sich hinter dem Baum, was leider nicht sehr gut erkennbar ist. Beobachten Sie nun beim Demonstrationsflug die kreisförmigen acht- und ovalförmigen Bewegungen des Schiffes und dessen ungeheure Wendigkeit. Oftmals erscheint es, als ob das Schiff von einem gigantischen Pendel getragen am freien Himmel hängen und mit einer Faust dagegen geschlagen würde. Die Bewegungen sind derart abrupt und ruckartig, wie es kein irdisches Fluggerät aushalten würde. Diese Filmaufnahmen wurden gedreht im Monat Februar 1975 um 17.30 Uhr bei nur noch schwachem Tageslicht und bei Schnee und Regen. Das Geräusch, das Sie hören, stammt vom Strahlschiff. Erzeugt wird es dadurch, dass sich das Schiff mit hoher Geschwindigkeit um die eigene Achse dreht, ohne dass es gegen Luftwiderstand abgeschirmt ist. Thank you.
Dieser Filmteil stammt vom Sommer 1975. Aufgenommen wurde er in der Nähe des Dorfes Rumlik und Teilingen im Kanton Zürich. Wenn Sie den unteren Bildrand beobachten, dann erkennen Sie hier und da vorbeifahrende silberne Punkte. Es handelt sich dabei um Automobile, die in ca. 350 Meter Entfernung auf einer Straße vorbeifahren. Das Schiff selbst befindet sich in etwa 150 bis 170 Meter Entfernung. Durch diese Distanzangabe ergibt sich ein recht gutes Bild des Größenverhältnisses zwischen dem Schiff und den Automobilen. Ein PKW weist in der Regel 3 Meter bis 3 Meter 50 auf, während das Schiff 7 Meter misst. Im Film erkennen Sie, dass das Schiff etwa doppelt so groß ist wie die vorbeifahrenden Autos, die um rund 150 Meter weiter weg sind als dieses selbst.
Dieser Filmteil wurde ebenfalls im Sommer 1975 in der Nähe von Rumrikon Teilingen aufgenommen. Bei diesen Filmaufnahmen wird die ungeheure Schnelligkeit des Schiffs demonstriert, das aus freiem Stamm heraus urplötzlich mit wahnwitziger Geschwindigkeit nach links ausbricht. Das Schiff wird also nicht einfach plötzlich unsichtbar, sondern springt tatsächlich weg. Zeitlupenabläufe mit 30.000-facher Verlangsamung haben ergeben, dass selbst mit diesem Tempo das Schiff im Wegflug nicht sichtbar ist, weil die Wegtauchgeschwindigkeit einfach zu hoch ist. Dieser Filmteil wurde gedreht in der Nähe des Dorfes Schmidrüti im Kanton Zürich. Leider befindet sich hier das Schiff sehr weit weg. Erkennbar ist es etwa links oben in der Bildmitte.
beim zweiten Filmteil wird es nun ganz plötzlich wegspringen, um einen winzigen Sekundenbruchteil später oder im gleichen Augenblick etwas links hinter dem Hügel zu schweben. Achten Sie nun darauf, dass das Schiff langsam hochzuschweben beginnt und dabei eine zigzagförmige Steigflugbahn mit sehr ruckhaften Bewegungen ausführt. Hier sehen Sie in der Mitte unten so Semyazes Strahlschiff, das links und rechts flankiert ist von zwei Aufklären, deren Größe 3,50 Meter beträgt und die durch eine Person bemannt sind. Leider bemüht sich auch hier nur der linke Aufklärer, um etwas Bewegung ins Bild zu bringen. Beachten Sie auch das bereits bekannte plötzliche Verschwinden der beiden Aufklärer.
Aufgenommen am 28. März 1976 auf einem Hügel oberhalb Fischental im Pöstal, Kanton Zürich. Sie sehen hier das Strahlschiff in seitlichen Flugbewegungen. Hier sehen Sie Semjases Strahlschiff auf einer weiteren Filmaufnahme vom 28. März 1976, ebenfalls oberhalb Fischental, jedoch bereits in den Abendstunden kurz vor Sonnenuntergang. Bei diesem Filmteil können Sie einige wenige Einzelheiten des Schiffes erkennen, so unter anderem auch das langsame sich Drehen des Schiffes während dem Flug, sowie aber auch das zeitweilige Aufleuchten von Lichtern am Schiff selbst. Thank you.
Leute noch. Jetzt weiß wer mit uns kommt. Gut sehen. Und das, was da jetzt sehen, das ist ein Schussapparat und eine Strahlpistole oder wie man es auch nennen mag. Wir verwenden das nicht ausschließlich als Waffe, sondern es wird auch als Werkzeug verwandt. Das ist von denen, ja? Ja. Das war von Herrn Meier großer Wunsch, um mal sowas auch in der Hand zu haben, und die waren dann auch mit dabei. Das ist leihweise mal für eine halbe Stunde zur Verfügung stehen bekommen. Hat auch damit geschossen auf einen Baum, der bei uns da unten am Grundstück steht. Hat den Stamm durchschossen. Wir sehen es dann auch jetzt gleich im Bild. Unheil anrichten, wie dem wir das in die Hand bekommen. Ja, das ist klar, das wäre natürlich gefährlich. Das Gebiet war auch hermetisch abgeriegelt mit einem Energieschirm, also da konnte keiner hin. Aus was für Metall hat man das rausgefunden? Das die Waffe, aus was für Metall ist? Wahrscheinlich nicht auf der Erde vorkommen, ne? Das ist nicht bekannt. Jedenfalls ist ein Fehler leicht, Sie sehen es. Ja. Lässt man so einen Finger laufen, also die muss unheimlich leicht sein. Das ist bei uns eine kleine Gaspistole weiter schwer. Ja. Das Ding ist schon einige hundert Jahre nicht mehr gebraucht. Die jetzigen Waffen, die sie haben, die sind weitaus kleiner. Mhm. Und da kann nur der damit schießen, dessen Gehirnwellenmuster auch die Waffe programmiert ist. Also mit dem kann man keinen Anschluss. Ja. Das sehen Sie, das ist viel leichtes Ding. Vielleicht dazu, soweit sie bekannt sind, dann man kann jemand praktisch töten damit. Oder man kann dann auch nur betäuben. Betäubung des Zentralnervensystems. Die Reichweite so fantastisch ist, auf jeden Fall kann auf 34 Kilometer kann man eine Falle nach und unterschießen. Es ist ein Bildschirm auch oben der Waffe eingebaut. Automatisches Zielsystem. Geschossen schon, oder? Das ist der Baum, der eben da geschossen wurde. Ja. Das Loch ist von heute noch am Boden. Auch ein Hinwille, ja? Ist auch ein Hinwille, ne? Nee, auch ein Hinwille da. Nee, das ist hier. Da schon. Ja, wenn ich mal anschauen. Yeah.
gedacht, der Vortrag jetzt zu Ende. Sehr schön. Aufmerksamkeit. War sehr gut. Wenn du ein bisschen rund um den Baum drehen könntest, so steht es immer am selben Ort. Geht nicht. Okay. Testen wir erstmal, ob es klappt mit dem Bleimantel. Ich nehme es nochmal her. Ja, weißt du, herzoomen.
du den Trieb gehen könntest ein bisschen. Was? Schon wieder. Da unten kommt jemand.